So da, jetzt haben wir das letzte Kapitel von den rechtlichen Grundlagen, aber es war eine Notwendigkeit, um ein bisschen einen Regenbogen zu spannen, dass wir wissen, von wo die Grundlagen herkommen und dass das alles nicht ungerechtfertigt ist und wie die Zusammenhänge sind. Dann kommen wir noch zu dem Volksanwaltschaftsschreiben aus 2012 zur Stellungnahme, damals im Namen von der Stolschitz. Da sind wieder internationale Völkerrechtsverträge und Vereinbarungen aufgezählt, die aber nicht alle beinhalten, sondern nur ein Auszug ist. Daraus geht ja hervor, was Sache ist und was zu tun wäre. Hat seit 2012 bei den Regierenden nicht wirklich jemanden interessiert. Das ist halt der Charakter der Volksanwaltschaft, dass sie Empfehlungen abgeben kann, wie im Restaurant, die Tagesspezialität, aber im Endeffekt muss sie die Regierung an nichts halten, was die Volksanwaltschaft betrifft und die internationalen Verträge eigentlich schon, aber wenn man sie nicht wirklich sozusagen zu ihrem Glück zwingt, dann passiert dort recht wenig. Die Volksanwaltschaft schreibt noch am Schluss den schönen Satz, die Volksanwaltschaft schlägt vor, eine Prüfung nach dem Vorbild der Opferschutzkommission der Länder und der Klassenkommission einzuführen, wenn ein Nachweis für die Heimunterbringung und Traumatisierung der Missbrauchsopfer erbracht wird, sollte dies die Grundlage für die Gewährung eines Ersatzes für den Verdienstentgang genügen. Also die Grundvoraussetzung ist im VOG, in den Gesetzen sowieso geregelt. Das Problem ist nur das mit der Anerkennung, weil ja alle möglichen Gründe vorgeschoben werden, warum auch nach 5, 10, 15 oder länger, noch mehr Jahren, derjenige oder diejenige von den Heimen oder Pflegefamilien, wo sie immer sehr herkommen, eigentlich schon ein bisschen Schäden haben. Die Sache hat sich etwas verschärft. Das ist immer so ein Terminus, der verwendet wird. Aber im Grunde und Ganzen sind die Menschen so schwer geschädigt ins Heim gekommen, auch wenn sie schon so als Baby im Heim waren, waren sie auch schon schwer geschädigt. Kommt dann eine schöne Formulierung, ein pränataler Schaden. Bei der Volksanwaltschaft ist halt so, dass sie leider nur Empfehlcharakter hat. Ein bisschen paradox ist das Ganze, das Stolschitz kommt von den Grünen und wenn man sich vorher angeschaut hat, was die Grünen mit der SPÖ im Wiener Gemeinderat alles abgelehnt hat und vom Tisch gestrichen hat, dann muss ich sagen, haben die Grünen entweder das nicht gelesen, was das Stolschitz im Volksanwaltschaftsbericht geschrieben hat, oder sie sind nicht mächtig, sinnerfassend lesen zu können. Irgend so ein Ding muss ja zutreffen. Denn das, was da 2012 in dem Sinn niedergeschrieben worden ist von der Volksanwaltschaft, zeigt ja eh schon auf, was zu tun wäre. Und es ist ja nur eine Analyse aus einem Teil der völkerrechtlichen Verträgen, die Österreich unterschrieben hat und die daraus resultierenden Verpflichtungen. Sei es wie es sei. Das ist jetzt der letzte rechtliche Zugang zu den Dingen, dass wir einmal die Grundlage dafür haben, wo wir eigentlich hingehören, wo wir derzeit stehen und was wirklich passiert, kommt jetzt dann nachfolgend in den nächsten Abschnitten. Es war halt notwendig, diese Dinge aufzuzeigen, sonst leiden wir an einer hallerischen Verbitterungsstörung oder oder wir haben eine andere Diagnose, Michael Kohler-Syndrom zum Beispiel. Da ist jetzt da alles soweit in dem Sinn dann abgerundet. Jetzt lassen wir noch den Text rennen. Es ist nur ein Auszug, weil das Schreiben selber ist ja viel länger. Und damit schließen wir den rechtlichen Zugang ab und dann schauen wir mal weiter, was sonst noch vorab liegt, bevor wir dann zu den ganzen Bildern und Schreiben und alles kommen, die wir dann wieder einblenden hinten auf der Pinnwand, auch wenn es nicht
leicht lesbar ist. Aber das gibt es ja alles. Also, wenn ich dann irgendwann einmal besser gestellt bin, dann kann man sich an Diaprojektor, an Beamer, einen gebrauchten zulegen. Der würde das dann noch viel besser an die Wand projizieren. Wir haben noch das, geht nicht anders, wegen dem werden die Tatsachen nicht von der Hand gewischt. Also lassen wir die Spiele beginnen und horchen Sie das jetzt an, die Essenz aus dem Schreiben der Volksanwaltschaft, wo eh klipp und klar herausgeht, wo Österreich oder die Republik oder die Regierenden schon wieder ein bisschen säumig sind. Das kennen wir ja schon. Das Schreiben der Volksanwaltschaft vom 11. Dezember 2012. Stellungnahme zum Verbrechensopfergesetz. Internationale Menschenrechtsnormen und staatliche Verpflichtungen gegenüber Opfern von Verbrechen. Vorweg sei festgehalten, dass im Folgenden nur eine Auswahl der anwendbaren Völkerrechtsquellen analysiert wird. Ein allgemeines Recht auf Entschädigungen bei Menschenrechtsverletzungen ist im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ICCPR in Artikel 2-3 begründet. Dieses Recht kann Wiedergutmachung für materielle Schäden wie zum Beispiel Vermögens- oder Einkommensverluste, entgangener Gewinn sowie immaterielle Schäden wie zum Beispiel Ersatz für physische oder psychische Schmerzen bzw. Leid erlittener Demütigungen, Verlust des Ansehens etc. umfassen. Auch die von der UN-Generalversammlung beschlossenen Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and the Reparations for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Basic Principles on Reparation, sehen Entschädigungsleistungen für Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen vor, zum Beispiel bei Anwendung oder Androhung von Folter. Opfer sollten nach diesen Richtlinien Wiedergutmachung für physisches und psychisches Leid, entgangene Möglichkeiten, Arbeit, Bildung, Sozialleistungen, Vermögens- und Einkommensverluste, Kosten für Rechtsvertretung, medizinische oder psychologische Behandlung sowie immaterielle Schäden. Zusätzlich sollte die Rückkehr an den Wohnort oder die Wiederaufnahme von Erwerbsarbeit ermöglicht werden. Unter Punkt 16 wird auch betont, dass Staaten Entschädigungsprogramme einführen sollen, um Opfer, die von Schuldnern keine Wiedergutmachung erhalten, zu unterstützen. Bereits 1985 hat die UN-Generalversammlung in der Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power gefordert, dass Staaten Verbrechensopfern finanziell entschädigen sollten, falls Täter oder Verantwortliche Schäden nicht vollkommen wiedergutmachten. Zur Finanzierung sollten nationale Fonds eingerichtet werden. Die UN-Anti-Folter-Konvention CAT sieht nach einhelliger Auffassung sowohl nach Folter als auch anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe einen Anspruch auf Entschädigung vor. Artikel 14, Artikel 16, 487 und 571. Die Wiedergutmachung soll den erlittenen materiellen und immateriellen Schaden so gut wie möglich beseitigen. Der UN-Ausschuss gegen Folter interpretierte CAT insofern, dass Staaten Opfern adäquate Entschädigungen leisten sollten, falls diese auf zivilrechtlichem Weg nicht oder nur unzureichend bzw. unter erschwerten Bedingungen durchsetzbar sind. Der UN-Ausschuss erkannte das Problem, dass Opfer zwar theoretisch auf zivilrechtlichem Weg Ansprüche auf Wiedergutmachung geltend machen könnten, aber formale oder sonstige Gründe dem vielfach entgegenstehen. Unabhängig, warum Opfer keinen Schadenersatz bekommen, sollte der Staat in solchen Fällen Ersatzansprüche vorsehen. Auf europäischer, regionaler Ebene sieht die Europäische Menschenrechtskonvention bei Verstößen das Recht auf Entschädigung für unmittelbare und mittelbare materielle sowie immaterielle Schäden vor. Das Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel regelt sowohl das Recht auf Schadenersatz für materielle und immaterielle Schäden gegenüber Menschenhändlern oder Verantwortlichen, sondern sieht auch ein Recht Zugang zu einem staatlichen Entschädigungsprogramm für die Wiedergutmachung materieller und immaterieller Schäden vor. Bei der Regelung orientierte sich der Europarat an den europäischen Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten.
Das Ministerkomitee des Europarates bestätigte in seiner Recommendation REC 2006 nicht nur die Notwendigkeit staatlicher Entschädigungsprogramme, sondern betonte auch, dass die für alle Opfer unabhängig von ihrer Nationalität zugänglich sein sollten. Sowohl materielle als auch immaterielle Schäden sollten von der Wiedergutmachungspflicht umfasst sein. Die EU-Richtlinie zur Entschädigung der Opfer von Straftaten sieht verpflichtend die Einführung eines staatlichen Programms für die gerechte und angemessene Entschädigung von Opfern vor. Insbesondere die Geltendmachung von Ansprüchen auf Ersatz des Verdienstentganges erweist sich nach den derzeit gültigen Bestimmungen des VOG als schwierig. Nur ca. 5% der Betroffenen hätten nach Ansicht von Experten eine realistische Chance, dass ihren Anträgen stattgegeben werde. Der Grund dafür liegt in den Schwierigkeiten, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den vor Jahrzehnten erlebten traumatisierenden Ereignissen und den gesundheitlichen Beeinträchtigungen bzw. psychosozialen Faktoren, die einer kontinuierlichen Berufsausübung entgegenstanden oder diese erschwerten, nicht ohne weiteres lückenlos rekonstruierbar ist. Das liegt auch daran, dass die Straftaten inzwischen verjährt, Täter und Zeugen in vielen Fällen verstorben und Akten und ärztliche Befunde aus der Vergangenheit häufig nicht mehr auffindbar sind. Eine Ausnahmebestimmung im VOG, die einen erleichterten Zugang zu Entschädigungsleistungen für den Verdienstergang vorsieht, wäre nach Ansicht der von der Volksanwaltschaft kontaktierten und mit der Aufarbeitung dieser Fälle befassten Clearingstellen erforderlich. Die Volksanwaltschaft schlägt daher vor, eine Prüfung nach dem Vorbild der Opferschutzkommission, der Länder und der Klassenkommission einzuführen, wenn ein Nachweis für die Heimunterbringung und die Traumatisierung der Missbrauchsopfer erbracht wird, sollte dies die Grundlage für die Gewährung eines Ersatzes für den Verdienstengang genügen.